Liebe Freundinnen und Freunde, vor knapp einem Monat jährte sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Damals, im April 1986, war ich gerade mal 3,5 Jahre alt. An den genauen Tag des Unglücks erinnere ich mich daher nicht mehr. Woran ich mich aber noch sehr gut erinnere, ist, dass ich meine Verwandtschaft bei einem gemeinsamen Familientreffen komplett in Schockstarre versetzt habe. Wenn ich einmal groß bin, dann wähle ich die Grünen. Ich kann noch heute die Kaffeelöffel auf die Untertassen fallen hören und die geschockten Gesichter meiner Verwandtschaft vor meinem inneren Auge sehen. Unmittelbar darauf folgten die mahnenden, strengenden Worte meines Großvaters. Aber Kind, man wählt immer nur die CDU, denn das ist eine christliche Partei. Ich hatte damals bereits offenbar verstanden, dass alles auf dieser Welt miteinander verknüpft ist. Dieses Ereignis, über das in den Nachrichten berichtet wurde, hatte dazu geführt, dass ich auf einmal nicht mehr draußen im Garten spielen durfte, dass mein Vater meine geliebte Sandkiste mit einer Holzplatte zugenagelt hatte und dass wir unser selbst angebautes Obst und Gemüse wegschmeißen mussten, weil es ja giftig sein könnte. Das kleine Mädchen von damals hätte sich wohl kaum ausmalen können, heute, hier und jetzt vor euch zu stehen, um sich für Platz 3 der niedersächsischen Bundestagsliste für die Wahl zu bewerben. Ich bin Nadja Weipert. Ich trete an, um meine Herzensthemen Gesundheit, Pflege und Frauenpolitik eine starke Stimme und ein Gesicht in dem kommenden Bundestag zu geben. Viele von euch kennen mich aus meiner ehrenamtlichen Arbeit als frauen- und genderpolitische Sprecherin des Landesvorstands und als ehrenamtliche Co-Vorsitzende der KPV Grün, unserer kommunalpolitischen Vereinigung Grün in Niedersachsen. Bei meiner politischen Arbeit ist es mir immer besonders wichtig, möglichst alle Menschen mitzunehmen, zu vereinen statt zu spalten, fair und ehrlich im Miteinander, trotzdem versiert und leidenschaftlich in der Sache. Genau diesen Politikstil möchte ich auch in Berlin beibehalten. Gerade jetzt, in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs, braucht es mehr mutige PolitikerInnen, die den Menschen die Angst vor den notwendigen Veränderungen nehmen, die Mut geben und versuchen, tiefe Gräben, die auch die Debatte um die Corona-Maßnahmen in unserer Gesellschaft hinterlassen hat, zu schließen, statt sie zu vertiefen. Viele Menschen in Deutschland trauen uns Grünen genau das zu. Eine zukunftsgerichtete Politik, die Krisen bekämpft, lange bevor sie entstehen. Deshalb treten wir im September an, um stärkste Kraft im Bund und in den niedersächsischen Kommunen zu werden. Und trotzdem gehen wir demütig in die anstehenden Wahlkämpfe. Die Aufgaben der zukünftigen Bundesregierung sind riesengroß. Die jahrelange Untätigkeit der GroKo und das Pandemie-Missmanagement haben zu einem enormen Vertrauensverlust geführt. Die Bazooka des Finanzministers hat mit Wumms ihr Ziel verfehlt und die Union hat ihren Wertekompass im schwarzen Filz verloren. Maskendeals, Lobbyaffären und ein polarisierter, faktenfreier, verleumderischer Wahlkampf à la Donald Trump haben mit dem Prädikat christlich nichts zu tun, liebe Union. Genau deswegen stehen wir Grüne jetzt vor der Herausforderung, das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeiten von Politik zurückzugewinnen. Spätestens seit Einsätzen der Corona-Pandemie wissen wir, dass Klimaschutz und Gesundheitsschutz zwei Seiten derselben Medaille sind und daher auch zusammengedacht werden müssen. Gesunde Menschen gibt es nur in einer gesunden Umwelt. Wir haben weder einen Planeten noch eine Gesundheit B. Darum müssen wir zukünftig die Themen Klima, Umwelt, Tier und Gesundheitsschutz in einem One-Health-Ansatz zusammendenken. Wie unentbehrlich ein starker Sozialstaat mit einem funktionierenden Gesundheitssystem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, wurde in den vergangenen Jahren eher mehr als deutlich. Die Quittung der Strategie Wirtschaftlichkeit first, Gesundheit second begleichen wir seit 15 Monaten täglich mit den pandemiebedingten Einschränkungen. Jahrzehntelang wurde unser Gesundheitssystem kategorisch kaputtgespart. Die längst überfälligen Reformen des Gesundheitspflege- und Sozialsystems müssen wir von der kommenden Regierung endlich mutig und konsequent angegangen werden. Ein grünes Kernanliegen ist dabei der Umbau der jetzigen Kranken- und Pflegeversicherung in eine solidarische Bürgerinnenversicherung. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Wie wichtig sie ist, wird einem immer erst bewusst, wenn sie nicht mehr da ist. Gesundheit ist nicht selbstverständlich oder einfach nice to have. Sie ist eine Grundvoraussetzung für ein Leben in Würde und Freiheit. In einer alternden Gesellschaft
brauchen wir neue Strategien, um diese Voraussetzungen barrierefrei, geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei für alle Menschen auch bis zum Lebensabend garantieren zu können. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, zu Hause oder in den Pflegeeinrichtungen. Mir persönlich liegt das Thema häusliche Pflege und die Unterstützung pflegender Angehöriger besonders am Herzen. 15 Jahre lang habe ich meine Großeltern betreut, gepflegt und bis zu ihrem Lebensende begleitet. Die unentgeltliche Pflege von Angehörigen wird in der Regel übrigens von Frauen übernommen. Die Pandemie hat die Gräben der geschlechtlichen Rollenverteilung weiter vertieft und uns Frauen ein massives Rollback in die Häuslichkeit beschert. Wieder ertragen wir die Mehrfachbelastung dieser Krise. Und wieder wird der Wert dessen, was wir für unsere Gesellschaft leisten, als selbstverständlich hingenommen. Als alleinerziehende Mutter eines 10-Jährigen weiß ich, was es heißt, den Spagat zwischen Job, politischen Ehrenämtern, Care-Arbeit und Homeschooling zu meistern. Für viele Frauen und Kinder ist dabei das eigene Zuhause leider kein sicherer Ort. Gewalt gegen Frauen und Kinder hat in der Pandemie stark zugenommen. Die Übernahme des Familienministeriums als Zweitamt durch die amtierende Justizministerin ist der letzte Beweis, dass insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche in der GroKo keinen Wert haben. Die Themen Gesundheit und Pflege und Frauenpolitik haben unser Leben in den letzten vergangenen 15 Monaten massiv geprägt und beeinflusst. Auch hier liegt es an uns Grünen, ihnen endlich den Wert und die Wichtigkeit zukommen zu lassen, die sie verdienen. Auch auf der niedersächsischen Landesliste. Ich möchte gern meinen Beitrag dazu leisten. Mit der erneuten 100-prozentigen Unterstützung meiner Bundestagskandidatur im Wahlkreis 36 Harburg, den einstimmigen Voten der Grünen Landesarbeitsgemeinschaften Gesundheit und Pflege, Soziales, Frauenpolitik sowie dem starken Votum der Regionalkonferenz Elbe-Weser bitte ich euch heute um euer Vertrauen und eure Unterstützung für Platz 3 der Landesliste. Vielen Dank.